Hallo, liebe Hungrige. Fächer bzw. Hasselback-Kartoffeln hatten wir ja schon hier auf dem Kanal, allerdings eben mit normalen und nicht Süßkartoffeln. Hasselback, der Begriff kommt übrigens aus dem Schwedischen und wird also nicht englisch ausgesprochen. Wir bereiten heute also Süßkartoffeln à la Hasselback zu, geht ganz einfach und schmeckt lecker. Wir brauchen dafür natürlich Süßkartoffeln und am besten nicht so ganz riesige Exemplare, je kleiner desto besser. Wir brauchen ein grobes Salz. Ich nehme Himalaya-Salz, aber ein grobes Meersalz macht es genauso. Wir brauchen etwas Olivenöl und an Kräutern Lorbeerblätter, Thymian und Rosmarin, beides frisch. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten und das heißt, die Süßkartoffeln werden gründlich geschält und anschließend sollen sie, daraus resultiert ja auch der Name Fächerkartoffeln, eingeschnitten werden. Aber eben nur ein- und nicht durchgeschnitten. Und dazu gibt es einen ganz einfachen praktischen Trick. Wir legen vor und hinter die Süßkartoffel jeweils einen Holzstiel, also einen Kochlöffel zum Beispiel, und können dann völlig problemlos schneiden und laufen nicht Gefahr, die Süßkartoffel gleich durchzutrennen. Wir schneiden sie komplett von vorn bis hinten ein, und zwar mit einem Abstand so von ungefähr 3 mm. Und ihr könnt sehen, sie lässt sich auch tatsächlich auffächern. Nun gilt es noch die Kräuter vorzubereiten, und das heißt nichts weiter, als sie zu waschen, trocken zu schütteln und dann am besten mit einer Schere alle Stiele zu halbieren. Also Rosmarin und Thymian, später dann auch noch die Lorbeerblätter. Dann bereiten wir das Backblech vor, geben nur einige Tropfen vom Öl darauf und streichen das Blech damit ein, geben anschließend die Kartoffeln darauf, beträufeln auch diese mit etwas Öl und pinseln sie dann damit ein. Und dabei könnt ihr sie auch schon so ein bisschen auffächern, denn es kann auch gut sein, wenn ein bisschen vom Öl auch dort verteilt wird. Nun brauchen wir die Lorbeerblätter, für jede Kartoffel eins. Und diese halbieren wir längs, am besten wieder mit einer Schere. Und bestücken dann jede Kartoffel mit jeweils zwei Lorbeerblatthälften. Und genauso verfahren wir dann mit den anderen Kräutern. In die Fächer einer jeden Kartoffel stecken wir also einen Teil eines Rosmarinstiels und anschließend jeweils wenigstens zwei vom Thymian. Am Ende sieht alles schon mal ziemlich exotisch aus. Und wenn noch was vom Rosmarin übrig ist, ruhig aufs Backblech legen, das verstärkt das Aroma. Abschließend greifen wir zum Salz und verteilen reichlich davon über die Kartoffeln. Ja, seid da ruhig großzügig. Und nun kommen sie in den Backofen, und zwar bei 120 Grad, Umluft 100 Grad, für anderthalb Stunden, also 90 Minuten. Danach kurz auf Backofengrill umstellen und die Hasselback-Süßkartoffeln für weitere 4 bis 5 Minuten im Backofen lassen. Und dann können diese leckeren Teilchen gegessen werden. Sie schmecken zu Fleisch, aber auch ein Kräuterquark passt ausgezeichnet dazu. Wie ihr sehen konntet, die Zubereitung ist wirklich einfach. Sie sehen wirklich lecker aus, finde ich jedenfalls, und schmecken auch so. Eben mal eine andere Kartoffelvariante. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch etwas anderes mit Kartoffeln zubereiten möchtet, vielleicht eine mediterrane Süßkartoffelvariante oder auch würzige Kartoffelhappen, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.